Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play City Skylines. Ich grüße euch. So, huiuiui, mir brennt der Hut, ist immer noch sauheiß. Ich hoffe jetzt ganz inständig, dass demnächst die Klimaanlage kommt. Was ich euch aber noch sagen wollte, momentan, ich habe das die letzten Tage voll vercheckt zu sagen, ich habe einen neuen Key-Partner für City Skylines gekriegt, und zwar GamesPlanet. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Da gibt es momentan extrem viel Rabatt. Also habe ich gerade gesehen. Ich hoffe, es ist zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video erscheint, immer noch so, weil da gab es nämlich richtig, richtig Rabatte. Wenn ihr da noch den ein oder anderen DLC sucht, schaut doch da mal vorbei, das funktioniert richtig gut. Fairerweise muss ich dazu gleich sagen, dass ich da auch ein bisschen Prozente noch bekomme. Boah, schaut das geil aus. Episch. Ja, ich kriege da ein paar Prozent Provisionen, natürlich ohne Aufpreis eurerseits. Das heißt, wenn ihr über den Link, der unten in der Videobeschreibung ist, was kauft, dann kriege ich davon ein Stückchen ab, ohne dass ihr mehr zahlen müsst. Finde ich eine faire Sache, ist eine gute Nummer eigentlich. Und wenn ihr da noch ein bisschen was sparen könnt, dann umso schöner, finde ich zumindest. Gut, okay. Soviel zum Key-Selling. Ja, das wird jetzt immer öfter der Fall sein. Ich werde auch mal gucken, ob ich mit denen mich mal unterhalten kann und vielleicht für euch mit einem bestimmten Promo-Code oder sowas dann etliche Prozente sparen kann. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal gucken. Ja, muss mal gucken, was die Jungs und Mädels da mir anbieten können. Ob die sagen, ja, da geht noch was. Ich weiß es nicht. Aber das sehen wir dann. So, hier sind etliche verlassene Gebäude. Das ist ein Grundsatzproblem. Die wurden verlassen aufgrund des Kundenmangels. Jetzt wohnen hier allerdings deutlich mehr Leute. Das könnte deswegen interessant werden, wenn die hier ihre Geschäfte neu aufmachen. Und dann schauen wir halt einfach mal weiter. Es laufen hier unfassbar viele Menschen rum. Die meisten wollen hier in die U-Bahn-Station runter, die sich ja wirklich hier als wirklicher Magnet erwiesen haben. Und wir haben natürlich jetzt auch noch mal eine Kleinigkeit. Und zwar, ich habe so ein Ding hier oben. Hier oben haben wir keine einzige U-Bahn-Station. Auch allgemein, auf der Seite sieht es gerade ziemlich mager aus mit U-Bahnen. Da haben wir bisher nur hier einen Anschluss gefunden. Und um das jetzt zu berichtigen, denn auch da möchte ich gerne U-Bahn-Stationen haben, natürlich gerne an der Hauptroute, werden wir hier oben drei U-Bahn-Stationen aufbauen und die ans Bestandsnetz anschließen. Und diese drei U-Bahn-Stationen werden natürlich jetzt erstmal miteinander verbunden. Die sind hängen natürlich super nah miteinander zusammen, aber hier oben ist ja auch wirklich das Elitenviertel. Detail ist, dass die, die brauchen einfach auch ein bisschen was. Und die kommen jetzt hier eben an dieses Netz ran und die kriegen aber jetzt nochmal eine komplett eigene Haltestelle. Weil die einfach schneller hier weg sollen. Und zwar hier wieder ran. Genau. Und hier sehen wir schon die ersten blauen, die hier langlaufen. Da wartet auch gerade eine. Oh. Das ist jetzt doof, ne? Ja, das würde ich jetzt eigentlich ungern löschen. Aber so geht's. Setzt natürlich jetzt voraus, dass die U-Bahn irgendwann gelöscht wird. Jetzt. Genau, dann haben die hier nämlich viel mehr Platz. Und dann klappt das hier auch mit dem Nachbarn. Gut. Hier ist noch ein wenig los, klar.
Das muss ich ja auch erstmal ein bisschen rumsprechen. Und vor allem müssen hier auch Leute... Ja, da kommen schon ganz schön viele, gerade stadteinwärts. Ja, passt. Ja, hier ist die Hölle los. Sollten auch relativ schnell viele U-Bahnen kommen. Und jetzt? Okay. Ah, da kommen noch mehr. Ja, wir haben da gerade einen kleinen Stau verursacht gehabt. Den muss ich auch erstmal abbauen. Schaut gut aus. Na, dass die warten müssen, ist natürlich jetzt unglücklich. Aber ich glaube im Großen und Ganzen schaut das gar nicht mal so schlimm aus. Nö, läuft ganz gut. Läuft eigentlich ganz gut soweit. Macht einen super Eindruck. Damit haben wir hier das, hoffe ich, ein bisschen entlastet. Es waren meines Erachtens auch weniger Leute rum. Der Vorteil ist natürlich, wir haben ja hier diese Übergänge. Und da scheinen auch ganz, ganz viele die U-Bahn zu nehmen. Also die U-Bahn ist unser Ding. Damit kommen wir rum. Jetzt noch eine Kleinigkeit, und zwar auch damit die U-Bahn hier nochmal besser genutzt wird. Wir werden hier nochmal ins Zentrum... werden wir nochmal eine U-Bahn reinbauen. Wenn wir es hinbekommen. Hm, noch nicht. So geht's. Und dann machen wir halt eine Verlegung, dass die hier rüberfahren nochmal. Genau. So, und damit lieben das hoffentlich die Jungs hier. Dann schauen wir einfach mal. Die kommen ja jetzt hoffentlich bald auf U-Bahnen an. Weil das ist ja halt hier auch ein echter Magnet für dieses ganze Areal hier. Ja, hier wollen ganz viele steigen auch aus den Autos aus und nutzen diese U-Bahn jetzt. Hoffentlich auch ganz viel mehr. Warten wir mal ab. Hier bis jetzt noch keine U-Bahn. Da kommt eine. Die ist aber schon voll. Aber hier wollen viele aussteigen. Ja, das passt. Das klappt hier auch schon ganz gut. Ja, jetzt haben wir hier natürlich auch ein bisschen Entlastung. Weil wir haben den ja hier wahnsinnig aufgewuselt. Der geht jetzt mal ein bisschen prozentmäßig wieder runter. Auf so 100% rum. Weil es waren viele Fahrzeuge, die hier unterwegs waren. So, okay. Dieses Eck hier können wir das noch aufbessern. Das ja, hängt ja sonst an nichts dran, oder? Hat das belegt.
Was ist da jetzt das Problem? Da, ach so, da geht wieder dieses Ding hier unten durch. Das müssen wir mal ganz kurz ändern. So. Und dann ändern wir die Schifffahrt. So, und dann kann die nämlich jetzt so fahren. Und dann haben wir hier nämlich ein deutlich stärkeres eine deutlich stärkere Möglichkeit, dass der Verkehr hier abfließen kann. Beziehungsweise ganz besonders Busse vor allen Dingen kommen hier schneller weg. So, und dann machen wir jetzt Folgendes. Ändern hier die Kreuzung wieder ab. Aber hier hat sich ja schon wirklich bösartig teilweise rückgestaut. Das gerät jetzt alles wieder in Fluss. Genau. Okay. Auch hier immer noch völlig überlastet, aber wird schon. Okay. Schulen. Die Kapazität der Oberstufen ist Katastrophe. Da werden wir jetzt mal ganz kurz gucken. Wir machen ein Institut, eine Oberschule für bildende Künste. Das nimmt diese ganze Ecke hier mit. Und dann machen wir noch ein zweites, eine freie Schule, ist eine Grundschule. Moderne Technik, Universität. Modern High School. Hier nochmal eine her. Knapp an der Kapazitätsgrenze. University ist mega gut besucht. Da brauchen wir gar nichts machen. Und selbst dann läuft's. Dann machen wir hier noch was. Hier nochmal so eine rein. Das hebt jetzt auch ganz ordentlich nochmal unsere Bildungskapazität an. In unserem elenden reichen Viertel. Hier haben wir immer noch ein kleines Problem, und zwar hier ist die Kapazität nicht so gut von Krematorien. Und die sollten wir hier deutlich verbessern. Genau. So, jetzt haben wir hier mehr Kapazität, damit diese Sterbewelle endlich aufhört. Ganz kurz, let's have a look im Bestattungswesen. Begrabene Kapazität. Friedhofsauslastung ist ordentlich. Da haben wir richtig hohe im Krematorium. Ist eine richtig hohe Kapazität jetzt da. So, gucken wir mal schnell. 7 von 7 in Verwendung. Okay. Ist okay. Ist ein Wort, oder? Meine Lieben. Wir müssen natürlich jetzt auch erstmal rumfahren und die Leute erstmal abholen. Das dauert alles seine Zeit. Wenn man jetzt mal ganz kurz im Bestattungswesen guckt. Hier fahren welche gerade auf den Hauptrouten. So viele sind es gar nicht, die hier als... Na ja, wohl, da sind schon ein paar, die verstorbene werten. Auch hier werden überall Leute abgeholt. Das sollte jetzt besser sein. 520, 31, also ihr seht schon, auch hier gehen die verstorbenen Zahlen nach oben. Das heißt, wir haben eine sogenannte Sterbewelle. Das ist ganz schrecklich im Großen und Ganzen. Das liegt daran, dass bei uns ein Viertel unserer Gesamtbevölkerung, ja, von Kindern bis zum hohen Greis, ja, ein Viertel der Gesamtbevölkerung ist momentan Senior. Ja, die sind verhältnismäßig gleich mit den Erwachsenen. Wir haben sogar mehr Senioren als Erwachsene in der Stadt. Das heißt, unsere Stadt überaltert. Und wir haben so eine sogenannte Sterbewelle, die kommt alle heilige Zeit mal. Und dann hast du halt eben das Problem, dass deine Bestattungsinstitute, die eigentlich erreichen würden, ja, überlastet sind, weil plötzlich sehr, sehr schnell sehr viele Leute kommen. Die Kapazität reicht dicke aus, theoretisch. In dem Fall sehen wir das jetzt hier. Es sind alle in Verwendung, aber die Fahrzeuge müssen erstmal
losfahren, jemanden abholen und dann wieder zurückkommen. Da kommt einer. Der holt aber hier jemanden ab. Ich glaube, die sammeln, oder? Ich weiß gar nicht. Besitzer, der Friedhof ist der Besitzer. Der hier oben holt jetzt aktuell hier die Verstorbenen ab. Ist das verrückt? Das bedeutet, dass wir ein anderes Problem haben. Und zwar, dass unsere Leute einen Friedhof bevorzugen. Das ist ein anderes Problem. Dann machen wir jetzt Folgendes. Und zwar, es gibt jetzt hier nochmal einen Ausbau. Und zwar bis hier rüber. So gerade wie es irgend geht. Den nehmen wir mit. Und jetzt wird hier eine Seitenstraße reinkommen. Können wir eigentlich mal so machen. In einem hohen Bogen. So, machen wir das so. Und jetzt geht von dem hier nochmal eine Straße raus. Obwohl, da ist nicht so schön. Machen wir das hier ganz am Ende. So. Und hier hinten, in dieser Ecke hier, da werden jetzt unsere Verstorbenen aufbewahrt. Und jetzt haben wir doch bestimmt auch noch mal was anderes. Ein Yoga-Garten. Nee. Ein Large Crematory. Genau. Das ist jetzt das Zentrum unseres Bestattungswesens hier oben. Jetzt haben wir natürlich ganze Kohle rausgeballert. Macht aber nichts. Jetzt holen wir von hier unten nochmal Wasser schnell nach. Und dann bräuchte man halt hier oben nochmal ein Windrad oder irgendwas, was halt Energie bringt. Jetzt verdienen wir gerade massiv Geld. So. Wir haben nämlich 32 Wägen in Verwendung. Das heißt, hier wird jetzt richtig mal gerade in die Stadt reingedübelt. Und dafür werden wir ja hier zum Beispiel nochmal ein Bevölkerungsteil aufbauen. Die hängen aber jetzt nicht mehr am Wassernetz dran. Das heißt, die müssen weg. Die passen noch. Okay, dann haben wir jetzt hier nochmal ein paar mehr Leute, weil wir verlieren aus irgendeinem Grund gerade Unsummen an Geld. Warum? Wo sind die Ausgaben so enorm hoch? Ablehnen. Geben 34.000 aktuell für unsere Bebauung aus. Das werden diese Richtlinien sein, oder? Das kostet doch bestimmt auch was, hä? Huh? 30% mehr Steuereinnahmen. Ja, okay, aber die Cluster haben wir momentan nicht so. Lockt Touristen an. Weniger Müll, weniger Elektrizität, weniger Steuern, ja. Sollte sich jetzt aber jetzt relativ schnell wieder eigentlich akklimatisieren hier. Wir haben auch einen Zuzug wieder, einen ordentlichen. Was? What's this? Da ist er. Emma Mason ist gerade durch unseren Freizeitpark gefahren. Schnellen Fußes. Ja, jetzt wird's besser. Der Vorteil ist an unserem Bestattungswesen, die hier draußen haben jetzt erstmal A, irrsinnige Kapazitäten und B, wir haben jetzt gerade unfassbar viele Fahrzeuge, die ganze Stadt abfahren können. Ja. Und damit werden wir diese Sterbewelle locker lösen können. Weil die werden hier alle rumfahren. Ja. Und die werden natürlich auch viel auf den Autobahnen stehen. Weil die in die Stadt rein wollen. Hier geht es nämlich weiter. Es ist die ganze Stadt damit betroffen. Da wird einer geholt.
Ihr seht schon, wir haben jetzt gerade richtig viele Fahrzeuge und damit, je mehr Leute jetzt hier rausgeholt werden, desto besser wird es unsere Gesamtstadt gehen. Das heißt, mehr Zuzug, weil natürlich keiner will in einem Haus wohnen, wo jetzt 5 Verstorbene drin sind. Ja, das mag ja niemand. Also werden unsere Wägen hier erstmal sauber das ändern. Und ihr seht schon, jetzt haben wir wieder mehr Erwachsene als Senioren. Das heißt, wieder mehr, ein bisschen besseres Verhältnis. Und unsere Steuereinnahmen gehen gerade durch die Decke. Schön. Genau. Und außerdem ist da hinten gerade... Haben die genug Energie? Hat das gereicht? Ich weiß es nicht. Tja, unsere Verstorbenen hier, denen soll es natürlich an nichts fehlen. Ja. Das ist ein sehr stilvolles Eck hier hinten. Hier kommt einer gerade heim. Nee, hier werden 6 Verstorbene gerade aufbewahrt. Okay. Und es ist massiv kapazitätenfrei. Gut, meine Lieben, wie es weitergeht, selbstverständlich, wisst ihr, erfahrt ihr das in der nächsten Folge, wenn ihr denn möchtet. Und bis dahin, gehabt euch wohl, lasst es euch gut gehen und ja, ich freue mich auf euch, wenn wir uns wiedersehen. Euer Zwerg. Auf Zwergtube, ciao.